So. Letzten 13 Runden. Nochmal Gefolgschaft stärken. Es ist spät. Und irgendwie, ich bin seit ein paar Tagen nicht so gut drauf. Kann aber nicht sagen, warum. Ich hoffe, dass sich das bald wieder gibt. Be the fog that seeps into the mind. Bring. Wir werden ja in einer anderen Partie bestimmt auf ganz viele andere Sachen gehen. Dann werde ich ein Volk machen, was ein bisschen in die andere Richtung geht. Aber jetzt gerade möchte ich einfach nur die Forschung abgeschlossen haben und gut ist. Da wird auch eine Einfachheit, sowas wie bei Stellaris Autosforschung. Weil halt einfach durch. Geheimes Wissen. Die Voice des Magistrat verraten ihren Ehrgeiz. Ich muss gestehen, dass ich eure Unterweisung in der Kunst der Magie wünsche. Durch eure Großzügigkeit und euer Mitgefühl kann ich meine Bestrebung vorankommen. Ich sehne mich nach deinem Wissen, o Schattenfürst Aridor, der Marode. Der Magistrat, die Magistratin fürchtet dein Wissen, bewundert es aber auch. Pietestall erhält 18 Gefolgschaftstreue dir gegenüber. Das kostet mich nichts und hat 100% Chance. Weil unser Astralwert schon hoch ist. Haben wir doch schon aktiviert. Deshalb wundert mich, dass der nochmal gesprochen werden kann. Oh nice, hab gerade erst ein paar YouTube-Videos von dir gesehen, um besser in das Spiel einzusteigen. Hast du Fragen? Jetzt bin ich gerade live da, dann kannst du einfach fragen. Vor allem ist Ham Theo, der im Chat ist, hat wahrscheinlich schon 1000 Stunden gemacht. Auf jeden Fall redet er so darüber. Richtig. Genau, plündert. Plündert den Dreck. Ja, ich sollte nicht noch mehr Armeen beschwören. Amtero. Du
ganz bestimmt mit irgendeinem Editor die Pantheon-Punkte, also Pantheon-Punkte. Erzeugen, beziehungsweise rein. Reincoden. Reincheaten. Die Stufe der Städtentruppe erhöhen sich nicht. Also die steigen ja im generellen Rang hoch. Und da ist nämlich das hier danach, also daneben steht. Also bis legendär. Aber die Stufe selbst ist eine Definition für in welcher Einheitenstufe die sind. Also niedrigstufig sind halt billige Einheiten, hochstufig sind halt dann, sag ich mal, die legendären später. Und das geht halt bis, ich hoffe, ich sag's richtig, ich glaube es ist Stufe 5. Also bei den Pantheon-Punkten schaltet man Kosmetik frei, aber wohl auch weitere Szenarien, wenn ich das richtig gesehen habe. Danke fürs Folgen, Gary Berry. Eigentlich schlimm, weil in der Let's Play-Reihe rede ich, glaube ich, die ersten drei Folgen sehr viel durch und dann verwandelt sich das langsam in dieses ich spiel halt mal. In ein bisschen mehr Tempo. Also gepublished ist es von Paradox. Der Entwickler selbst fällt mir der Name aber gar nicht ein. Those who master the art of summoning. Triumph Studios. Ja, die Textboxen haben sich halt gut von Paradox abgeguckt. Also beziehungsweise, ne, das typisches, also klar, kann in jedem Spiel gerne so gemacht werden. Aber so alle Infos durchzugehen, ist halt klassisch. In ein paar Tagen kommt ja für CK3 das neue Update. Beziehungsweise das DLC. Ein paar Tagen. Stimmt gar nicht. Morgen ist der 8. und am 8. darf ich das, glaube ich, zeigen. Weil Zugang habe ich schon. Ja, er wird das hassen, dass ich sie zu einem Vasallen mache. Hausgefolgschaftstreue verbessert 35 Mal. Haus und Vasallen gemacht 5 Mal. Held hat Stufe erhalten 24 Mal. 3 Plagen vernichtet 75. Altes Wunder gesäubert. Da war ich vielleicht ein bisschen faul zwischendurch. Genügend Gebiete der Weltkarte zum Freistand der Verbesserung Leuchtfeuer der Einheit. Durch die Errichtung dieser besonderen Provinzverbesserung kommst du dem Expansionssieg einen Schritt näher. Ja, das muss aber jetzt nicht sein.
So, Gold gegen Mana bitte. Reue stärken. Gold gegen Produktion. Auch wenn ich die Produktion nicht mehr brauche. Auf geht's! Armeestärke 540, dann machen wir alles auf Zerstörung. Drei Runden bis zum Durchbruch. Ich bedenke, meine Stadt hat einen Belagerungswert von 150. Das würde bedeuten, dass wir so trotzdem 7 Runden bei mir sitzen würden. Naja, 8 Runden bis zum Durchbruch. Strategischer Kriegsführer. Dieser Gegenstand wird nicht gehandelt. Strategie beschreibt das Verhalten auf der Strategiekarte. Niemals unterwerfen. Schade. Können wir den leider nicht noch vor Ablauf der Zeit unterwerfen. Vasallen bringen plus 10 Gold als Tribut. Aber so ist das dann halt. Ein Tyrannenritter in glänzender Rüstung stellt sich dir in den Weg. Heute wird meine Klinge euren Leben am Ende setzen. Infernalischer Abschaum. Wackere Kröten. Den Tyrannenritter verbrennen und dem Chaos opfern. Und alle sind glücklich. Außer der Ritter. Der ist tot. Der hat dementsprechend nichts mehr zu sagen dazu. Wir zerstört die Bevölkerung, geht verloren, bringt eine mächtige plündernde Armee. Ach so, ist das gemeint. Ist zwar dann nicht meine Armee, aber ist ja nicht schlimm.
Deshalb macht mein Zauberblocker wahrscheinlich. Damit solche Zauber nicht auf dein Gebiet angewendet werden können. Ich meine, der billigen Armee ist was gestorben. Moment, wie viel brauche ich dafür? 250 nächste Runde. Dann kann ich noch ein bisschen Bevölkerung abgreifen. Er hat ja bis jetzt noch nie eine Stadt zerstört. Gibt es vielleicht ein Achievement für? Verdammt, jetzt habe ich es aus Versehen abgebrochen. Der hat eine Stadt dann auch unterirdisch. Werde ich also nicht hinkriegen, den komplett zu vernichten. Das habe ich schon erwähnt. Lauf! Spiel, damit wir schlafen gehen können. Schlafen ist das, wenn man Augen zumacht und am nächsten Tag wieder aufwacht. Ich frage mich eigentlich, warum der so lange immer wieder lädt, wenn du eine Forschung auswählst. Weil eigentlich, da passiert jetzt nicht viel im Hintergrund. Dass er wieder auf die Karte zurückkommt. Aber da ist ein ganz schön FPS-Einbruch. Also irgendwas hakt da auch. Beleidige mich so viel du willst. Gegen einen angemessenen Tribut. Nein, meine Baumeister werden dir einfach so helfen.
Die haben eh nichts zu tun. Oh, Verwüstungskugeln bringen aber gut was zum Einreißen. Zauber. Ich hoffe aber, dass sie noch ein paar Interface-Upgrades bringen werden. Also in Patches. Weil vor allen Dingen im Late-Game wird es halt schwierig, die ganzen Zauber zu durchsuchen. Da wären halt einfach so ein paar Ordnungssachen ganz praktisch. Endet es mit Runde 150 oder es endet mit Runde 151. Nicht jeder übertreibt so wie wir. Das ist ja keine Übertreibung. Ich spiele das Spiel ganz normal mit den Mitteln, die mir gegeben sind. Ah, es reine mit 151. Runde 150 zählt noch mit. Wir können seine dumme Siedlung auch noch mit einnehmen. Mir habe ich selbst beschworen. Und jetzt mache ich sie kaputt. Hat auch EP. Öffne ein neues Buch. Ignore the middling mages who seek to raise the dead or harness lightning and fire to hurl at you. These fools know not the power resting beneath their own feet. But they will. Nee, Mana, ein Geld und mein Gott, ich habe 12.000 Gold. Weil die vielleicht noch für ein paar Ausbausachen nutzen können. Ich habe nicht mehr meine Städte weiter ausgebaut oder verbessert. So, nicht abbrechen. Da geht er wieder in den Untergrund. Die Stadt hier unten ist zerstört. Und das Spiel endet. Die Runde, nicht das Spiel. Hm. Es sind keine weiteren Speicherslots verfügbar. Wir stellen uns den Sieg immer als überwältigenden Moment des Ruhmes vor. Der Held, der den Drachen erschlägt, doch in Wirklichkeit ist der Erfolg das Ergebnis einer Reihe kleiner Errungenschaften, um Stück für Stück alle Rivalen zu überholen. Gut gemacht, Herrscher. Hab ganz schön starke Arme für einen Caster. Ich bin der Panda-Tor, der eigentlich ein Maulwurf ist.
Warum habe ich lange gebraucht, um wirklich mal anzufangen zu wachsen? Ich habe am Anfang echt ein bisschen umgepümmelt. Wie man so schön sagt. Ja, am Anfang war alles relativ ausgeglichen. Und dann kommt halt irgendwann so der Punkt, wo es einfach explodiert. So. Sehr schön. Durch seine Eroberung des Reichs hat er nun die Möglichkeit, in dein Pantheon aufzusteigen. Gewährst du Aridor dem Maroden den Aufstieg? Der Anführer tritt deinem Pantheon bei und unterstützt dich eventuell bei zukünftigen Eroberungen. Gefrorenes Reich. Eine neue Anpassung für Heldenumhänge. Neues Symbol für Fraktionsbanner. Na super. Choose your destination. Tja, dann müssen wir mal gucken, wie es demnächst weiter ist. Beziehungsweise weitergeht. Ach so, man kann ihn angeben als Held, dann kann der als Held erscheinen in den Partien. Da unten steht er dann auch. Wenn er halt kein Herrscher ist. Ja, schön. Machen wir erstmal hier den Break und gucken da mal demnächst auf einer anderen Karte.